Unsere jüngste Sendung mit der strategischen Analytikerin Magister Monika Donner über den eskalierenden Nahostkonflikt wurde stark diskutiert. Wir haben eine Fülle von Reaktionen erhalten. Tausende haben sich das Gespräch in unseren sozialen Medien angesehen und die Kommentare strömten in Hunderten ein. Aufgrund des großen Interesses haben wir beschlossen, eine zweite Sendung mit Monika Donner aufzuzeichnen. Und es freut mich ganz besonders, liebe Monika, dich heute noch einmal im Studio bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, lieber Nico. Monika, ich möchte diesmal mit einem Titel der Zeitung der Jerusalem Post beginnen. Dort stand jüngst in der Headline: Israelis machen Regierung für Hamas-Massaker verantwortlich und sagen, Netanjahu müsse zurücktreten. Eine überwältigende Mehrheit von 86% der Befragten, darunter 79% der Koalitionsbefürworter, sagte, der Überraschungsangriff aus Gaza sei ein Versagen der Führung des Landes. Monika, fühlst du dich darin jetzt bestätigt mit deinen Äußerungen, die du beim letzten Mal hier getätigt hast und auch im Zuge einer Demonstration getätigt hast in Wien, wo ja die Mainstream-Medien sehr lautstark über diese Äußerungen deinerseits berichtet haben? Ja, das hängt damit zusammen, dass die vorher bellen, bevor sie nachdenken, diese Leute. Ich fühle mich bestätigt, beziehungsweise fühle ich nicht mich, sondern meine Analyse bestätigt. Ich habe keine Meinung, sondern ich analysiere Fakten. Und diese Fakten lassen nichts anderes zu, als dass eine atypische, verdeckte Operation von der israelischen Regierung gemacht wurde. Das heißt, man hat die Hamas gewähren lassen. Man hat es zugelassen und sogar begünstigt. Und das besagen auch in diesem Kontext ungefähr 94% der israelischen Bevölkerung. Die sagen 94%, die israelische Regierung hat mindestens Teilverantwortung an den Massakern und mehr als 75%, also mehr als zwei Drittel, sagen, dass es die Hauptverantwortung sogar ist von der israelischen Regierung, was passiert ist. Und das spricht eindeutig für eine atypische verdeckte Operation, weil wenn 5 bis 7 Stunden keine Eingreifkräfte vor Ort sind an der sichersten Grenze der Welt, haben ja Geheimdienstoffiziere gesagt, Armeeoffiziere und Journalisten und einfache Soldatinnen und Soldaten, das wurde von der Regierung zugelassen, weil die offizielle Erklärung ist einfach nicht plausibel. Jetzt berichtet zwar der Jerusalem Post darüber und natürlich auch wir und andere alternative Medien oder Menschen wie du geben diese Informationen preis. Der breite Mainstream berichtet dennoch nicht darüber, obwohl die Fakten immer enger zusammenrücken und am Tisch liegen. Was glaubst du, steckt da dahinter? Da glaube ich nichts, da weiß ich etwas. Ich weiß, dass hier eine westliche, falsch verstandene, pro-israelische Propaganda betrieben wird, die im Sinne der Regierung Netanjahu ist, die aber von der Bevölkerung gar nicht mehr erwünscht ist. Das heißt, wenn der Westen das falsch verstandene Buggeln, wenn man unbedingt buggeln will, also demütige Haltung einnehmen will gegenüber Juden und Israel, dann bitte gegenüber der Bevölkerung, das ist die Masse, die mit dieser Regierung unzufrieden ist. Und das war sie ja schon vor diesem Krieg seit 7. Oktober 2023, wo ja Hunderttausende auf der Straße waren, Israelis, und gegen die Zwangsdigitalisierung, also gegen die digitale Diktatur, genauso haben sie es genannt, auf die Straße gegangen. Also man kann sich ausrechnen, wenn 500.000 auf der Straße stehen, pro 10 Menschen, die etwas stört, geht einer auf die Straße. Also es wären rund 5 Millionen Israelis, hauptsächlich Juden, unzufrieden gewesen sein mit der Situation. Und man weiß, das waren 10% in etwa, ein Regime weghaben wollen, da gibt es US-amerikanische Studien drüber, dann wird diese Regierung wegkommen. Da ist der Tipping Point schon erreicht. Ja? Wir haben hier bitte 5 Millionen, das sind mindestens 2/3 bis 3/4 der israelischen Bevölkerung, die vorher schon unzufrieden waren, die Netanjahu Korruption und alles Mögliche und Betrug nicht nur angedichtet haben, sondern medial auch in Haaretz und anderen israelischen Zeitungen vorgeworfen haben. Es war auch schon der Prozess eingeleitet, der ist immer wieder hinausgezögert worden durch die Corona-Blödemie und so weiter. Das heißt, hier hält sich jemand künstlich an der Macht. Und die Bevölkerung sagt so, der muss jetzt weg. Dieser muss jetzt weg. Und wenn das 94% der israelischen Bevölkerung sagen, wir wissen, 94% ist wesentlich mehr als 10%. Das heißt, der Tipping Point ist längst überschritten. Und damit wissen wir auch eins der Ziele dieser verdeckten, dieser atypischen verdeckten Operation, also des Zulassens des Hamas-Massakers in Israel, ist ganz einfach, an der Macht zu bleiben. An der Macht zu bleiben, die digitale Diktatur entgegen dem Willen der Bevölkerung durchzuziehen
und drittens den Gazastreifen unter Anführungszeichen zu säubern, also von Palästinensern zu befreien, um auch unter anderem Truppen wieder für Nordosten gegen Libanon bereitzuhalten, gegen die Hisbollah, aber auch, wie ich beurteile, um sich das Öl und Gas unter den Nagel zu reißen, wo ein UNO-Bericht, UNO, Vereinte Nationen aus dem Jahr 2019 gesagt hat, das ist das weltgrößte Gasvorkommen. Und da sitzen Palästinenser drauf. Vor der Küste ist das nämlich. Vor der Küste und auch im Land, im Gazastreifen, also das Levante-Becken, ne? Plus zwei Drittel davon im Gazastreifen selbst, wo die Menschen im Gefängnis leben, mehr als die Hälfte in Armut. Nur sie können es nicht abbauen. Sie können mit dem Gas und Öl, das dort liegt, nichts anfangen, weil die Israelis ja indirekt den Gazastreifen kontrollieren und ihnen auch die Infrastruktur und die Industrie völlig zerstört haben. Also hier liegt sowohl ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, nämlich Apartheid. Das ist bestätigt von Human Rights Watch, das ist bestätigt von Amnesty International. Für die Zuseher, die es nicht wissen, Apartheid, so wie es in Afrika war, bedeutet die menschenunwürdige Vorherrschaft einer Volksgruppe gegenüber einer anderen. So, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Artikel 7 des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs steht das klipp und klar drinnen. Und von den Tatbeständen, die aufgezählt sind im Absatz 1, hat die israelische Regierung, also nicht Israel, sondern die israelische Regierung, mit ihren Behörden mindestens drei Tatbestände erfüllt, gemäß meiner rechtlichen Beurteilung. Und das sagen ja auch Human Rights Watch in den USA, also der Westen weiß Bescheid, aber auch in Israel. In Israel ist an einem Leitartikel von Human Rights Watch ganz klar die Rede, die Realität der Apartheid. Wir haben das 21. Jahrhundert. Ja? Also hier ist ganz klar, hier wird ein Volk unterdrückt. Hier wird ein Volk menschenunwürdig behandelt, ihm wird der Raum genommen, ihm wird in dem Raum, in dem geringen, der zur Verfügung steht, auch noch der schlechte Boden zugewiesen, der versalzt ist. Es steht im Handelsblatt schon, vor Jahren ist schon drinnen gestanden, also der Westen weiß es, dass die Zukunft der Jugend und mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Gaza ist ja jugendlich, die haben keine Zukunft, keine Aussichten auf Beruf und so weiter. Also die Zukunft ist blockiert. Künstlich in einem Streifen, der von einer 60 Kilometer langen Mauer, der größten Sperrblockade der Welt, die am besten überwacht ist, und aus dem Grund ist ja der Ausbruch an 15 Stellen, wie er propagiert wird, nicht möglich, ohne dass das die israelische Seite wusste. Ja, also das haben wir eh schon in der letzten Sendung besprochen. Darum hat ja auch die Frau Professor Dr. Baumgarten gesagt, ja, eine Jüdin, die sehr gut Deutsch spricht und unterrichtet an der Uni in Ostjerusalem, aber auch im Westjordanland unterrichtet. Sie hat im ZDF schon gesagt, vor zwei Jahren, also 2021, dass das Verschulden für die damaligen Eskalationen, also 2021, eindeutig bei Israel liegt aufgrund der Apartheid, des Apartheidsverhaltens. Was haben deutsche Medien gemacht, wie die Bild-Zeitung? Sie haben der Frau Dr. Baumgarten unterstellt, sie würde Terroristenpropaganda verbreiten. Obwohl man weiß, was am Gazastreifen abläuft. Ja? Und jetzt haben wir dasselbe wieder in Grün. Also ich finde, dass die Leute, die da, weil deine Frage war ja, was ich glaube, also ich sage, was ich beurteile, warum die Medien diese Themen gar nicht aufgreifen, weil sie sich uns selbst hinterfragen müssten. Weil sie bisher Schwachsinn berichtet haben. Eindeutig Schwachsinn, der menschenverachtend und so menschenverachtend ist in den Medien und aber auch in der Politik, dass der Westen inzwischen, auch Österreich, gemäß meiner Beurteilung, Blut an den Händen hat, aufgrund dieser Eskalation in Nahost. Denn wer einseitig Israel unterstützt, setzt, also die israelische Regierung, sendet das Signal, macht's nur, wir stehen eh hinter euch. Und sie machen weiter, wie wann nichts wäre. Und die palästinensische Welt, die arabische Welt, muslimische Welt regt sie berechtigt auf und sagt, so geht's nicht weiter. Nichtsdestotrotz, und das muss ich an dieser Stelle sagen, rechtfertigt nichts diesen Terrorakt, der am 7. Oktober dementsprechend über die Bühne gegangen ist von Seiten der Hamas. Offensichtlich, laut deiner Meinung und laut der Meinung von 75% der Israelis, soll ja Hauptschuld die israelische Regierung gewesen sein. Sind wir gespannt, ob das in irgendeiner Form einmal dementsprechend öffentlich wird und ob das tatsächlich dann der Fall ist. Und wie gesagt, die Fakten liegen ja deiner Meinung nach auf dem Tisch. Jetzt sehen wir leider ein massives Leid im Gazastreifen, das es zuvor schon gegeben hat, aber jetzt gerade
massiv. Ja. Es soll Berichte zufolge 400 verletzte oder tote Kinder täglich geben. Die humanitäre Versorgung ist eine Katastrophe. Nach wie vor gibt es keine Wasserversorgung, keine konstante Stromversorgung. Essen gibt es kaum. Die Hilfsgüter kommen nur schleppend hinein. Letztens war der Artikel, oder haben mehrere darüber berichtet, 15 LKWs oder 17 LKWs haben den Gazastreifen hineinfahren dürfen. Was sind 17 LKWs für 2 Millionen Menschen? Gar nichts. Aber die ganze Situation eskaliert ja noch weiter. Mittlerweile ist ja bekannt, die US-Truppenverbände geben sich immer mehr bekannt im Nahen Osten. Also es werden Truppen stationiert, Flugzeugträger werden eingesetzt und die Reaktion Russlands ist mittlerweile, Putin setzt Kampfjets mit Hyperschallraketen ein. Man will ja nicht den Teufel an die Wand malen, Monika, aber nichtsdestotrotz, gehen wir jetzt schon in die Richtung, dass wir in die Gefahr hineinkommen, dass wir auf einen dritten Weltkrieg zusteuern? Ja, also wirtschaftlich, ökonomisch befinden wir uns ja schon im Dritten Weltkrieg. Und mit den zwei Krisenherden, Ukraine und Nahost, sind wir genau dort, du hast es eh gelesen, wo ich 2015 unsere Regierung und das Parlament vor acht Jahren gratis, schmaler Textkörper, großer Zeilenabstand, schöner vorgehoben die wichtigsten Begriffe, darauf hingewiesen habe, wir haben Konfliktherde, Ukraine und Nahost, die früher oder später zum Krieg führen werden. So, jetzt 2022, leider habe ich recht gehabt, Ukraine, russischer Krieg und jetzt der israelisch-palästinensische Krieg. Mhm. Punkt. So wie sie sich jetzt zuspitzt, die USA senden 2 Carrier Strike Forces inzwischen, ja, also 2 Flugzeugträgerkampfgruppen ins Mittelmeer, wobei der stärkste davon, die USS General Ford, bereits 22. September, also 2 Wochen vorher in Triest, vor Anker lag, rein zufällig. Ne? So, und da wusste man ja, wie die Proteste in Israel sind gegen die Regierung. So, der Flugzeugträger ist schon dort. Und die USS Ford ist das mächtigste, ich würde nicht sagen Schlachtschiff, aber das mächtigste Machtinstrument, das es so militärisch gibt. Das ist eine schwimmende Stadt mit 5000 Menschen drauf, mit bis zu 90 Flugzeugen. Mit dem zweiten Flugzeugträger, das ist die Dwight D. Eisenhower, aus dem Jahr 1977, also der wird bald schrottreif, darum senden sie wahrscheinlich den als zweiten, weil sie haben eh noch weitere 9 in Reserve, ja. Ist so. Beide atombetrieben und um die 85 Fliegerträgerkapazität. Also wir haben zusammen in etwa 180 Kampfjets F-18, die hier von 2 schwimmenden Städten starten können. Die haben eine Wendigkeit, das muss man sich auf Videos anschauen, also da ist so mancher Surfer neidisch. Ja. Also ein Flugzeugträger, der Stahlkurs zieht solche Kurven, Highspeed-Kurven, ist durch den Atombetrieb höchst flexibel, ist auch autonom führungsfähig, wie man so schön sagt, und ist natürlich im Verbund mit anderen Schiffen unterwegs. Also wir haben eine Zerstörerbegleitung, meistens so 4-5, plus einen Fernlenkwaffenkreuzer und dann auch noch mindestens ein U-Boot. Ja. Plus weitere Luftverbände. Und wie man jetzt weiß, haben die USA ja auch schon die Langstreckenbomber losgeschickt. Die B-1B, die haben eine Reichweite von 12.000 Kilometer und sind primär ausgestattet mit Freifallbomben, also herkömmlichen Bomben, aber nuklear bestückt. Und natürlich auch Marschflugkörper auf kurze und auf mittlere und lange Distanz ausgerüstet. So, und diese Situation, also was die USA hier bereitstellen und die NATO auch, die ja hier unterstützt, ist das eine. Russland reagiert so, aus meiner Sicht nur logisch, man patrouilliert am Mittelmeer mit MiG-31 Kampfjets und die haben eben die von dir erwähnten Hyperschallraketen drauf. Ja. Das sind die Kinjal, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Also die fliegen mit 9 Mach. Die sind so schnell, das kann ein herkömmliches Raketenabfangsystem nicht interzeptieren, also nicht abfangen. Mhm. Und haben eine Reichweite von um die 2000 Kilometer. Das heißt, die reichen bis ans östliche Mittelmeer.
Und es ist ganz klar, worauf die abzielen. Putin sagt, ja, wir wollen hier nicht eskalieren. Naja, das haben die Amerikaner auch gesagt. Wir wollen nicht eskalieren, schicken aber die... Also wenn Waffen, solche Waffen in einen entflammten Nahostkonflikt hineingebracht werden, dann... Dann deutet es deutlich darauf hin. Und man weiß ja aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere aus dem Ersten, das muss das ja dasselbe. Ich habe es in der letzten Sendung erklärt, Krieg der Weltherrschaft, habe ich die atypische verdeckte Operation für die Auslösung des Ersten Weltkriegs analysiert. Und auch hier spielte Großbritannien als damalige Marine-Großmacht, die entscheidende Rolle, die haben als erste mobilisiert. Die ganze Flotte stand kriegsbereit vor Spithead, also in Südengland. Und das war das Signal für Russland und Frankreich, den bereits ab 1906, also 8 Jahre vor Kriegsbeginn, vorbereiteten Krieg gegen das Deutsche Kaiserreich auszulösen. Das war klar, ja, beziehungsweise nicht auszulösen, sondern die bereits vorbereiteten Fallen zu aktivieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Dasselbe ist jetzt der Fall vom Muster her in Israel. Jetzt fährt die US-amerikanische, nicht die ganze Marine, muss es ja nicht, ja, für den klaren Bereich reichen ja 2 Flugzeugträger. Und wie Putin richtig erkannt hat, kann das nicht gegen die Hamas gerichtet sein. Es ist völlig sinnlos, ein Flugzeugträger gegen die Hamas. Cui bono, wem nutzt es? Das habe ich als Eingreifreserve, als strategisches Potenzial zur Verfügung, wenn es eskaliert im Land. Aber warum eskaliert es denn? Weil diese Macht überhaupt aufhört. Das heißt, das Eskalationspotenzial, der Auslöser dafür, ist auch gleichzeitig die Antwort darauf. So, und jetzt reagieren die Russen eben mit diesen Raketen und von China nähern sich vom Süden längst schon die, auch eine Strike Force, also eine Kampfgruppe aus mindestens inzwischen 6 Zerstörern und Begleitschiffen und darunter ein Raketenzerstörer, und dieser Raketenzerstörer hat auch eine Reichweite bis ans östliche Mittelmeer. Das schaut jetzt, ich grinse ja fast, weil ich wünsche den Amerikanern ja, dass sie mehr einen Dämpfer kriegen, aber das, wenn das passiert, eskaliert es natürlich, ja? Nämlich total. Aber diese Waffen, die hier auf russischer und auf chinesischer Seite vorhanden sind, sind wahrscheinlich dazu geeignet, die Trägerwaffen, also die Flugzeugträger, das Haupt Schwergewicht des imperialen Anspruchs der USA gewaltig zu bedrohen. Mhm. So, jetzt kommt es drauf an. Wir wissen, Psychopathen und Narzissten ziehen nicht zurück. Es gibt nur ein entscheidendes Moment. Wird Netanyahu zurückziehen? Oder wird er, was wahrscheinlicher ist, den Gazastreifen platt machen? Wenn er das tut, dann haben wir nicht nur das verheerende Potenzial eines Kriegs, der überregional werden kann, also ein Flächenbrand auf der ganzen Welt nicht, und auch in Europa. Wir haben noch mehr Migrationsströme nach Europa. Wir haben hier wahrscheinlich schon tausende Muslime, die sich berechtigt echauffieren und wo sicher auch einige Schläfer drunter sind, Terrorzellen, ja, die nur darauf warten. Der globale Dschihad wurde bereits aufgerufen von der Hamas. Man hat gesehen, wo die deutschen Medien berichten, ja, die Palästinenser, das Netzwerk in Neukölln, das feiert. Also wenn man sich die Videos genau anschaut, die feiern nicht so mit Süßigkeiten, wie sie propagieren, sondern die haben schon einen Kriegstanz drauf. Ja? Also die sind schon eingestimmt, aber auch berechtigt, muss man ja sagen. Ihre Volksgenossen, oder wie man das jetzt immer ausdrucken will, ihre Mitmenschen in Palästina leiden. Und natürlich haben wir dort auch Narzissten und Psychopathen drunter. Laut deutschem Verfassungsschutz, wir sollten immer auf Deutschland schauen und das dann durch 10 rechnen, dann sind wir in österreichischen Größenverhältnissen. Der deutsche Verfassungsschutz beurteilt, dass in etwa 27.500 gewaltbereite Muslime es gibt, also sie nennen das Islamisten, was vom Begriff her völliger Schwachsinn ist, weil entweder ist er dem Islam anhängig oder nicht. Ja. Also 27.500 ist aus meiner Sicht viel zu wenig gegriffen. Wir haben 5,6 Millionen Muslime in Deutschland. Und wenn wir Allah den Prozentsatz aus psychopathologischen Expertisen heranziehen, dass 5% der Menschen Psychopathen sind, dann ist das ein Potenzial von 280.000 Gewaltbereiten. Nur allein die. Und dann rechnen wir noch gar nicht, reden wir noch gar nicht von den Mitläufern. Ja? Aber man muss ja trotzdem dazu sagen, weil im Gazastreifen, du hast es eingangs schon erwähnt, dort gibt es keine Zukunft für die jungen Menschen, drum radikalisieren sie sich ja auch. In Deutschland gibt es ja zumindest noch eine Zukunft, wenn man so will, ja, und eine etwas andere natürlich als wie im Gazastreifen, das ist vollkommen klar. Aber
wie du auch beim letzten Mal schon gesagt hast und wie wir hundertprozentig auch bestätigen können, es braucht hundertprozentige Friedensverhandlungen, ja, damit das Ganze nicht eskaliert, weil, und das sei auch noch dazu gesagt, es drohen wirklich Flüchtlingsströme und interessant ist, die umliegenden Länder von Palästina wollen diese Flüchtlinge nicht nehmen aufgrund von Terrorgefahr. Ja. Und jetzt kommen diese aber nach Österreich, nach Deutschland, nach Europa. Ja? Ja. Wir nehmen sie auf. Das passt doch alles nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich unterstelle hier unserer Regierung oder attestiere ihr nahezu, auch unserer in Österreich, die größtmögliche Inkompetenz, die man nur haben kann. Ich erinnere ans Jahr 2015, der Bürgermeister von Nickelsdorf, der Gerhard Zapfel, hat vor laufender Kamera gesagt, man muss dieser Regierung eine Brille schenken, damit sie die Analysen von der Monika Donner besser lesen. Denn da drinnen steht ja nicht nur, dass es passieren wird, sondern auch, was ist die Antwort? Also die Prognose, was wird passieren, plus das Lösungskonzept, auch fürs Bundesheer. Wie sollte Österreich reagieren? Neutral. Und einmal aussieben im Vorfeld, nur die reinlassen, die wirklich Asyl brauchen und die Wirtschaftsmigranten, so lasst uns dort zurückschicken, weil sonst wird das Boot voll. Ja? Das Bundesheer richtig einsetzen, um im Bedarfsfall kritische Infrastruktur zu schützen. Das bedeutet Jagdkampfverbände, aber auch Jägereinheiten zu trainieren dafür, unsere auch auf gehärtete Art und Weise unsere Infrastruktur zu schützen oder die Polizei zu unterstützen zu können im Bedarfsfall. Das Bundesheer ist seitdem ja noch mehr abgebaut worden. Ich habe da vorgeschlagen, wie man auf kostengünstige Art und Weise das Heer stärken kann, aber auch die Bevölkerung richtig aufklärt, dass das, was herankommt auf uns. Ja? Man hat mir als Verschwörungstheoretikerin hingestellt. Okay, die Verschwörungstheoretikerin, die sogenannte, hat halt wieder mal recht. Vielleicht werde ich auch deswegen als rechtsextrem bezeichnet, weil ich extrem oft recht habe. Das ist auch schon ein Run den Gag inzwischen. Also du merkst, ich gehe schon eher locker damit um, aber auf was ich hinaus will ist, ich habe 2015 bei der Pressekonferenz mit dem Gerhard Zapfel, mit dem Bürgermeister von Nickelsdorf und zwei anderen Bürgermeistern, die Analyse präsentiert, warum wir eine Massenmigration haben und wie man das lösen könnte. Für beide Seiten befriedigend. Und ich habe gesagt, hier unter den Migranten sind bereits Terroristen. Und drei Tage drauf waren in Paris die großen Anschläge. Nachweislich mit Menschen, die in Österreich unkontrolliert über die Grenze drüber gegangen sind. Das weiß man inzwischen. Ja. Das heißt, mir kommt vor, dass unsere Regierenden und teilweise auch Journalisten sagen, ah, da vorne liegt der Bananenschein, ja, wenn ich so und so viele Schritte mache, dann so steige ich jetzt darauf hin, dass mir ja auf die Pappen haut. So kommt mir dieses Verhalten vor. Und jetzt wird es aus meiner Sicht Zeit, dass die Bevölkerung erkennt, dass sie a. nicht von den Gescheitesten regiert wird, b. nicht von den Intelligentesten mit Nachrichten versorgt wird, sich selbst Informationen besorgt, sich selbst auch vorbereitet auf Krisensituationen. Ich habe schon in mehreren Büchern, auch in Corona-Diktatur, auch in Freiheit, wir haben die Bücher bei euch schon vorgestellt, immer auch Tipps für die Bevölkerung, wie man sich auf Krisensituationen vorbereitet. Denn dass wir Terror in Europa kriegen, ist für mich, wenn dies eskaliert am Gazastreifen, so sicher wie das Amen im Gebet. Mhm. Ja? Man muss ja auch dazu sagen, viele kritisieren ja auch die Haltung der Europäischen Union und vieler anderer Länder quasi pro-israelisch. Ich sage immer, wir sind auf der Seite der Menschen. Mir geht es persönlich um die Menschen. Ich will mich da jetzt gar nicht auf eine Seite schmeißen. Wir haben hier im Hintergrund zum Beispiel beide Fahnen eingeblendet. Wir wollen ja auf beide Seiten schauen. Kritik kommt ja da jetzt auch vor allem von vielen EU-Beamten. 800 sollen da quasi einen offenen Brief verfasst haben und die Haltung von der Leyen da quasi kritisiert haben, dass sie sich nur pro-israelisch zeigt und gar nicht auf die andere Seite schaut und das Leid im Gazastreifen quasi außen vor lässt. Du hast gerade die Gefahr angesprochen. Die Gefahr besteht natürlich, wenn dieser Nahostkonflikt weiter eskaliert, dann droht dieser Krieg nach Europa zu kommen. Und dann haben wir quasi auch Krieg in Europa, weil wenn wirklich dieser Dschihad ausgerufen wird, dann könnte es auch viele, viele Tote auf europäische Straßen geben. Der ist bereits ausgerufen. Die Hamas haben bereits den globalen Dschihad ausgerufen, haben auch schon deutschsprachige Medien verkündet. Trotzdem muss man dazu sagen, es haben sich zum Glück nicht viele daran gehalten. Der ist ausgerufen. Das heißt, er ist erklärt, aber wird noch nicht durchgeführt. Das heißt, wir haben das erste Signal. Ja, aber damals hat er gesagt, an diesem Freitag soll die Gewalt quasi ausgerufen werden. Und es ist fast nichts passiert, muss man dazu sagen. Ja, weil das erste Signal ist der Angriff der Hamas, der zugelassene, von israelischer Seite zugelassene Angriff gegen Israel. Das ist das erste Signal.
Aber das Fanal, also das endgültige Signal, mit der Gewalt loszuschlagen, ist gemäß meiner Einschätzung der, dass der Gazastreifen jetzt unter Anführungszeichen gesäubert wird von israelischen Kräften. Also wenn Israel hier weiter bombardiert, mit Raketen beschießt und Panzerartillerie und so weiter und dann die Bodentruppen reinschickt, vielleicht noch mit Flammenwerfern und was weiß ich was, ja, das haben wir eh schon. Man will sich das gar nicht vorstellen. Dann wird es hier zu einem Gemetzel, also zu einem Vietnam II kommen, aus dieser Sicht für Israel. Und das wird dann der Aufschrei sein in der muslimischen Welt, wo wir dann zuerst vereinzelt und dann ziemlich sicher auch regional verstreuter und zunehmend auch im ganzen Landesbereich mit Terrorakten zu rechnen haben. Ja. Das beurteilen ja auch konsequent gute Geheimdienste. Ja. Ich habe ja Kontakt nach wie vor zum Inlandsgeheimdienst, des Bundesheers, Abwehramt und so weiter, auch Nachrichtenamt, Auslandsgeheimdienst, Innenministerium und so weiter. Also ich bin ziemlich gut verbunden mit Menschen, mit denen ich ja um die 32 Jahre zusammengearbeitet habe im Bundesdienst. Und den Job habe ich ja bitte nicht geopfert, nicht nur, dass wir die Impfpflicht wegkriegen, sondern auch, weil ich habe 2015 massiv attackiert worden bin, weil ich die Sachen richtig analysiert habe, Prognosen hingelegt habe und dann auch noch Lösungen. Das ist das Gefährlichste überhaupt für eine inkompetente Regierung. Und da braucht man keine Verschwörung, überhaupt nicht. Es reicht, dass jemand aufsteckt und das sagt, weil du damit aufzeigst, dass die anderen alle in der Pendeluhr geschlafen haben. Das ist das Problem. Und ich finde, es wird Zeit, Menschen mehr aufzuklären, und auch, dass sich Menschen mehr Informationen holen über alternative Kanäle wie RTV, wie Auf1, wie Report 24 und wie sie alle heißen. Ja? Das heißt, hier sich alternative Informationen zu besorgen, sich vorzubereiten und nicht nur daheim zu sitzen und zu empören über etwas. Die Empörung ist der erste Schritt. Da muss man sich doch Gedanken machen, wie geht es denn weiter? Ich habe doch das nicht in Schriftform hingelegt, damit die Leute am Tag 100.000 Videos schauen und verblöden vor der Glotze, anstatt dass einmal in ein Buch reinschauen. Aha, das kommt jetzt noch auf uns zu. Aha, und so bereite ich mich vor. Das wäre doch der logische Schritt. Also nicht nur ORF Teletext lesen oder die ORF-AT-Seite oder die Kronenzeitung, sondern auch wirklich einmal Bücher wieder lesen und sich quasi die Informationen auch außerhalb des Mainstreams holen. Das wäre deine Herangehensweise. Oder besser gesagt, die Herangehensweise der Bevölkerung für die Zukunft. Monika, wer sich noch intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigen möchte. Du tourst ja aktuell durch Österreich. Wird dieser aktuelle Nahostkonflikt, dieser neu entflammte Konflikt, wird der jetzt bei deinen Vorträgen Thema sein und wo kann man sich die möglicherweise anschauen? Ja, es wird Thema und zwar beim nächsten Vortrag am Donnerstag in Pörtschach, also am 16. November in Pörtschach und am Samstag drauf in Wien-Höring in Bayern lautet der Vortragstitel: Ist die digitale Diktatur wirklich unabwendbar? Und da wird ja auch erklärt, dass hinter der digitalen Diktatur, der NWO sozusagen, ja, dieser Agenda, die Menschen zu versklaven, steckt ja das Ziel, viele Menschen maximal auf dieser Welt zu beherrschen. Und der Weg dorthin, die Meilensteine dorthin, sind ja Corona-Blödemie, CO2-Hysterie, Kriege, bürgerkriegsähnliche Zustände und so weiter. Also das habe ich ja alles eh in Corona-Diktatur und in Freiheit analysiert. Mhm. Und das trage ich jetzt vor. Und natürlich auch, was erwartet uns bis 2030? Und dann, ein bisschen ein Schreckgespenst muss man spüren, man muss ja auch mit einem realistischen, schlimmen Fall rechnen. Und dann die Antwort, die korrekte der Bevölkerung. Ja? Und Israel hat es ja jetzt in der Hand. Wenn jetzt so viele wie gegen die digitale Diktatur jetzt auch so viele aufstehen gegen den Krieg und für den Frieden, dann wäre das die Chance, dass diese Regierung nicht an Yahoo fällt. Monika, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und uns quasi eine Prognose wieder gegeben hast. Wir sind gespannt, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Ich bin davon überzeugt, wir werden eine Folgesendung drehen müssen, weil die Themen sind einfach noch so viele, also es sind noch so viele Themen da, die besprochen gehört müssen. Und vor allem auch die Geschichte ist ein ganz wesentlicher Part. Wir haben in der letzten Sendung bereits sehr ausführlich darüber gesprochen, aber da gibt es auch einige Punkte, die noch angesprochen werden müssen. Danke, Monika, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal beim RTV Talk Spezial.